Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich mache ja hin und wieder mal ein Remake von alten Sachen von mir. Das ist jetzt zwingend notwendig mitunter, weil ich einfach nicht mehr zufrieden bin mit der Originalfassung. Wo habe ich? Und davon abgesehen ist es auch so eine gewisse Tradition, dass ja auch Buchautoren im Fachbuchbereich gerne mal dann irgendwelche zweite aktualisierte Auflage ihres Werks herausbringen. Und so verfahre ich dann auch ganz gerne mit meinen Videos. So, und Thema heute ist nochmal der Mountainbike-Konflikt bzw. der Radfahrer im Wald-Konflikt zwischen eben besagten Radfahrern und vor allen Dingen den Spaziergängern, aber eben auch dem Waldbesitzer, gegebenenfalls dem Förster und gegebenenfalls dem Naturschutz. So. Und das machen wir deswegen neu, weil ich da tatsächlich inzwischen noch ein paar neue Informationen zu erhalten habe und auch mit dem Ton des alten Videos nicht mehr ganz zufrieden bin. Das kann man alles ein bisschen entspannter handhaben. So. Also, zunächst mal, wo ist das Problem? Nämlich beim Mensch-Mensch-Konflikt sozusagen. So Hauptteil für das Unverständnis der Wanderer gegenüber den Mountainbikern, möglicherweise auch umgekehrt, so ist denn auftritt. Ja, in vielen Fällen ist es auch gar nicht so stark ausgeprägt. Das kommt immer darauf an, wie viele Mountainbiker gleichzeitig unterwegs sind, beziehungsweise wo sie unterwegs sind und ob sie jetzt einen Motor am Rad haben oder nicht. Also für mich persönlich spielt es eine große Rolle, ob ich gerade jemanden bei einer großartigen sportlichen Leistung antreffe und davon so ein bisschen neidisch und beeindruckt bin. Oder ja, ich könnte auch mit dem E-Mountainbike überall hochfahren, ne? Sagen wir es mal so. Ob ich mich dann trauen würde, schnell runterzufahren, das ist eine andere Frage. Gut, also quasi treffen hier die Welt des Wanderns, was ja nun eine sehr entspannte Fortbewegungsmethode ist, die langsamste, die es so gibt. Gerade im Wald gehört dazu dann für viele, viele Wanderer auch der Naturgenuss und die Stille und die Ruhe im Wald. Auch das Vogelgezwitscher, dass man da schön hören und schön wahrnehmen kann und ja, solche Dinge. So. Im Gegensatz zu, und da müssen wir jetzt ganz klar auch erstmal unterscheiden, einem Radfahrer, aber da gibt es natürlich auch wieder solche und solche. Ich habe mich mal inzwischen schlau gemacht. In der Radsportszene gibt es da so lustige Begriffe, die eben unterscheiden, wer alles auf einem Mountainbike sitzend, also einem geländegängigen Fahrrad, in der Gegend rumfährt. Da gibt es zum Beispiel in Deutschland zu großen Teilen die, wie heißen die jetzt nochmal, habe ich schon wieder vergessen. Aber jedenfalls gibt es auch zu großen Teilen die Tourer, die im Prinzip von A nach B fahren und das durchaus auch auf gut ausgebauten Straßen, denen es nicht so wichtig ist, auf besonders kleinen Single-Tracks unterwegs zu sein. Also ein Single-Track ist quasi ein Weg, auf dem man nicht nebeneinander fahren kann, weil er dafür schon wieder zu eng ist. Entsprechend ist der Naturgenuss auf so einem Ding irgendwie höher. Also das ist nichts, was ich irgendwie jemandem erzählen müsste, was jetzt plötzlich neu ist. 99% aller, ja fast, nicht ganz, ne? Aller Wanderer, die eben aufgrund von Naturgenuss wandern gehen, bevorzugen kleine Wege mit natürlichem Untergrund gegenüber einer Vorstraße mit, ja, letztendlich Kies quasi obendrauf. Und je kleiner und heimeliger der Weg, desto schöner und desto gemütlicher wird der von den allermeisten Wanderern empfunden. Es gibt auch Gründe, weshalb fast jeder Premium-Wanderweg, der als solcher ausgezeichnet wird, sehr hohe Anteile, das muss er sogar, das ist per Definition so, sehr hohe Anteile an unbefestigten Wegen aufweist. Ja, jedenfalls, leider sind diese Wege dann eben, was heißt leider, ja, da kann man sich eben jetzt schon anfangen zu streiten, auch für Mountainbiker zum Teil interessant, zum Teil auch, wenn sie eben relativ schmal und eben nur mit einem Rad nacheinander befahrbar sind. So, und gerade auf solchen Wegen, die dann für Teile der Mountainbike-Szene durchaus interessant sind und grundsätzlich von jedem Teil der Mountainbike-Szene potenziell genutzt werden könnten, auf denen kommt es dann eben zu dem Konfliktfeld. Jetzt habe ich gesagt, die Tourer sind die einen. Dann gibt es da noch die Downhiller, die wohl meistens mit hoher Geschwindigkeit und möglichst anspruchsvolle Strecken den Berg runterfahren. Dann die Enduro-Leute, keine Ahnung, was die genau anders machen, aber im Wesentlichen fahren die auch
irgendwo den Berg runter und haben da Hindernisse, möglicherweise noch Sprungschanzen und irgendwie, keine Ahnung was, in den Weg gestellt. Und dann gibt es noch so technisches Fahren, wo wirklich dann Sprungschanzen und besondere Hindernisse im Vordergrund stehen. Aber wie die jetzt alle heißen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, dementsprechend habe ich es auch schon wieder vergessen. Jedenfalls macht nun ein kleiner Prozentsatz, zumindest in Deutschland, der Mountainbike-Szene diejenigen aus, die ein Interesse an besonders schwierigen, super steilen und technisch anspruchsvollen Passagen haben. Ja, das ist also schon mal wichtig. Das habe ich mal in meinem letzten Ding nämlich wirklich vergessen, dass wir hier nur von einem, ja, in Anführungszeichen, nur ein kleiner Teil der Mountainbiker im Walde für einen großen Teil der durch Mountainbiker im Walde möglicherweise, und da kann man sich auch wieder streiten, entstehenden Probleme verantwortlich ist. Ja, je nachdem, wie man es sieht, werden wir jetzt gleich noch entsprechend mehr drauf eingehen. Gut, ja, also wir beschäftigen uns jetzt einfach mal mit der Gesamtheit der Mountainbiker, wo es einen riesen Unterschied macht, ob wir es jetzt mit so einem mit so einem Downhill-Menschen zu tun haben und Derivaten davon oder eben mit jemandem, der im Wesentlichen von A nach B fährt und dafür halt ein geländegängiges Fahrrad verwendet, damit er auch eben was anderes als Vorstraße fahren kann, sage ich jetzt mal. Wenn diese Unterscheidung wichtig ist, dann möchte ich da nochmal drauf eingehen. Ansonsten sollte ich es irgendwo vergessen, dann macht es doch einfach selber und denkt es euch bitte einfach dazu. So, da wäre schon sehr viel geholfen. So, rechtliches. Radfahren im Walde ist grundsätzlich in Deutschland erlaubt auf Wegen bzw. Straßen. So, und da geht es auch schon los, weil eben die Bundesländer jeweils separat regeln dürfen, was sie unter einem Weg oder einer Straße verstehen, und im Grunde dürften einzelne Bundesländer dieses Recht auch völlig für sich in Anspruch nehmen, da irgendwelche Ausnahmen zuzulassen oder eben zusätzliche Verbote hinzuzufügen. Es wäre also denkbar, dass zum Beispiel Schleswig-Holstein sagt, Radfahren im Wald ist verboten. Ja, theoretisch, machen sie nicht. Aber ja, das führt natürlich zu mal wieder einem Flickenteppich verschiedener Regelungen. Ziemlich streng ist die berühmte 2-Meter-Regelung in Baden-Württemberg. Da ist Radfahren, die ist leider sehr konkret, daher kann man da auch nicht viel drum rumdrucksen und viel dran interpretieren. Radfahren ist nur auf Wegen von einer Breite von 2 Metern oder breiter gestattet. Das heißt, so ein Single Track, der ja so beliebt ist bei vielen Radfahrern, ist im Grunde in Baden-Württemberg mit dem Fahrrad schon gar nicht mehr befahrbar. 2 Meter ist für einen Weg schon relativ breit, und ich habe mich erst extra nochmal schlau gemacht, zählt da, das wurde nämlich auch schon versucht, in einer Diskussion zu sagen, ja, 2 Meter meint mit Abwassergraben und mit baulichem Randstreifen, den der Weg noch hat. Dann sind auch sehr schmale Wege plötzlich 2 Meter breit und man kann sie befahren, aber gemeint ist tatsächlich die reine befahrbare bzw. begehbare Fläche ohne Randstreifen und ohne Graben nebendran. Das heißt, da bleibt gar nicht so viel übrig, und das ist dann schon ziemlich streng, ne? Also außer einer Vorstraße und einer Mini-Vorstraße und einem wirklich, wirklich breiten Wanderweg bleibt dann nämlich im Walde gar nicht mehr viel übrig, was offiziell befahren werden darf. Es gibt natürlich noch Ausnahmestrecken, die dann speziell noch, obwohl sie schmal sind, für den Radverkehr zugelassen sind, zum Beispiel in Bikeparks und solchen Späßen, aber dazu kommen wir dann auch noch separat ziemlich ausführlich drauf zu sprechen. So, dann gibt es aber auch noch relativ laxe Regelungen, da gilt Hessen als vorbildlich, da ist im Prinzip das Radfahren auf geeigneten Wegen erlaubt, sofern sichergestellt ist, dass der Gegenverkehr oder sonstige Fußgänger nicht gefährdet werden und da gegenseitig aufeinander Rücksicht genommen wird. Das ist also eine Formulierung, die plus minus, ich kriege den genauen Wortlaut auch nicht mehr zusammen, aber die plus minus eigentlich auf fast jedem als Weg zu bezeichnenden Weg das Radfahren erlaubt. Also für die Mountainbike-Fraktion nenne ich sie jetzt einfach mal, eine relativ gute Regelung. Übrigens, spaßeshalber mal ein Blick nach Österreich. Das ist nämlich deswegen interessant, weil auch da gibt es Mountainbiker logischerweise, und auch die wollen rumfahren und möglichst frei. Dürfen sie aber nicht. Da ist nämlich das Radfahren im Walde per se erstmal gar nicht erlaubt. Ja, da muss man dann schon als Privatwaldbesitzer oder als Staat, und Österreich hat einen extrem hohen Anteil von Privatwald, daher sind die Flächen, die da dem Land bzw. dem Staat oder
wie auch immer das genau in Österreich geregelt ist, gehören relativ gering. Das heißt, man müsste im Grunde, wenn man eine längere Strecke macht, 28 Waldbesitzer fragen, ob man da jeweils mit dem Fahrrad durchfahren darf. Und das ist natürlich Quatsch. Und das macht die Sache schon relativ schwierig. Drum ist Österreich da auch nach wie vor sehr im Überlegen und da ist die Politik sehr dahinter, wie man denn jetzt mit dem steigenden Bedarf an ja, Mountainbike-Fahren im Wald am besten umgeht. Aber da ich nicht in Österreich hocke, weiß ich da jetzt auch nicht so sehr die Details und kenne da auch jetzt nicht genau die rechtlichen Hintergründe, zumal österreichisches Recht, deutsches Recht ist ja auch schon nicht mein Fachgebiet, ich bin ja kein Jurist, aber österreichisches Recht, da bin ich dann weitestgehend ziemlich raus. Nur damit wir mal drüber gesprochen haben. So. Jetzt gucken wir uns mal an, der Mountainbiker versus der Naturschutz. Das ist vielleicht gleich auch der kritischste Punkt und der, wo man auch seitens der Mountainbiker viel Verständnis vorfindet, dass die schon bei ihrer Radtour möglichst vermeiden wollen, der Natur allzu sehr auf den Keks zu gehen. Und ganz häufig wird eben in dieser Diskussion so ein bisschen ein vergleichender Ansatz gewählt, wer ist denn schlimmer, der Wanderer oder der Mountainbiker? Letztendlich hilft das natürlich nur dahingehend weiter, um zu demonstrieren, dass der Wanderer schön mal ruhig bleiben soll, weil der ist auch nicht viel besser als der Mountainbiker. Im Endeffekt hilft es aber auch dahingehend dann wieder nicht, dieser Vergleich, weil mehr, egal von Wanderern oder von Mountainbikern oder sonstigen Störfaktoren in der Natur, da kann man sich jetzt auch wieder streiten, inwiefern das Störfaktoren sind, führt immer zu mehr Störung. Ob es die eine Gruppe schlimmer ist oder die andere, oder beide gleich schlimm, das ändert nichts an der Tatsache, dass wir hier schon eine gewisse Beeinflussung des Waldes durch Waldbesucher haben. Mir ist da bei meinem Originalvideo zum Beispiel vorgeworfen worden, wenn man den Mountainbikern jetzt unterstellt, dass sie zum Beispiel das Wild stören, was sie ein Stück weit sicherlich tun. Dass man selbst ja auch nicht besser ist, also ich zum Beispiel, der ich nämlich im Wald die Wege verlasse. Und ein Mountainbiker, der eine wegegebundene Sportart betreibt, ob das jetzt illegal angelegte Wege oder ganz reguläre, legale Wege sind, in jedem Fall ist er immer noch auf immer derselben Strecke unterwegs. Also meines Wissens ist der Trend zu wild einfach irgendwo zwischen den Bäumen im Wald Slalom fahren, selbst in der Mountainbike-Szene, noch sehr, sehr, sehr unausgeprägt, bis hin zu gibt's fast nicht. Das heißt, es ist immer eine wegegebundene Sportart und die ist als solche dahingehend wild schonender, dass sich das Wild zumindest bei älteren Wegen dann irgendwann darauf einstellen kann, okay, das hier ist ein Weg, da besteht die Chance, dass hier einer mit Karacho runtersaust oder einer langsam langläuft oder wie auch immer, jedenfalls, dass es hier zu Begegnungen mit Homo sapiens auf die eine oder andere Art kommen kann. Ja? Und das lernt das Wild nach und dann wird bei älteren Wegen, die regelmäßig befahren sind, dieser Weg einfach gemieden und das Problem hält sich dann in Grenzen, solange man eben auf dem Weg bleibt. Während jetzt zum Beispiel ein Bushcrafter oder ein Waldläufer oder wie auch immer sich derjenige nennen möchte, der sowas in die Richtung betreibt, ja auch völlig ohne Wege im Wald rumstapfen darf übrigens, das ist ja legal, und dabei dann möglicherweise erheblich mehr Wildstörungen verursacht als ein wegegebundener Radfahrer, auch wenn dieser mit mehr Geräuschkulisse, tendenziell mehr Geräuschkulisse, muss nicht zwingend so sein, aber meistens ist es dann doch so, und mit deutlich höherer Geschwindigkeit und möglicherweise damit verbunden auch deutlich höherem Schreckpotenzial, aber da kann man sich jetzt auch wieder streiten, in der Landschaft unterwegs ist. Ne? So, denn natürlich ist jemand, der abseits der Wege irgendwo im Unterholz rumschleicht, eine Riesenstörung fürs Wild. Und das sollte man auch, wenn möglich, auf ein Minimum reduzieren. Ich sage nicht, man sollte das komplett unterlassen und das liegt, das ist das gleiche Argument, weshalb man auch die Störung des Wildes beim Radfahren nicht als Unterlassungsgrund verwenden sollte, denn die Tiere, die sich da vor allen Dingen gestört fühlen und die wir am besten untersuchen können hinsichtlich ihres Fluchtverhaltens und ihres Störungsverhaltens, ist zum Beispiel das große Säugetiere, ja, theoretisch auch große Vögel, das ist allerdings deutlich weniger gut untersucht. Aber wir wissen zumindest, und da gibt es auch wenig Studien aus Deutschland bzw. aus Mitteleuropa dazu, größtenteils tatsächlich die USA, die das
weitestgehend untersucht. Die hat das den ganzen Mountainbike-Krempel meines Wissens auch erfunden. Aus Großbritannien gibt es da noch ein paar Studien. Und jedenfalls sagen die alle, dass eine gewisse Beunruhigung des Wildes durch vorbeifahrende Fahrräder durchaus feststellbar ist. So. Und jetzt kriegt man relativ häufig aus der Mountainbike-Szene zu hören, das ist ja auch völlig legitim, dass die sich versuchen, gegen diese Unterstellung zu wehren, dass eben eine Studie von, ich schreibe es euch unten hin, belegt, dass tatsächlich der Wanderer zwar erst ab einer kürzeren Distanz, also sprich, der muss näher ans Wild ran, um das Wild zu stören, eine Störung verursacht, diese Störung dann aber deutlich länger anhält und zu einem deutlich ausführlicheren Fluchtverhalten des Wildes führt. Also könnte man dann anhand dieser Studie sagen, dass der Radfahrer das Wild sogar weniger stört als der Wanderer. Und das wird häufig auch eben so zitiert und so angewendet. Wie gesagt, Link findet ihr in der Videobeschreibung, Quelle findet ihr hier unten eingeblendet, sofern sie dann noch dasteht. Und das ist eben so diese eine wissenschaftliche Grundlage, die man ganz oft liest, die beweisen soll, dass es fürs Wild gar nicht so schlimm ist, wenn da Leute mit dem Fahrrad unterwegs sind. Doof ist nur, dass diese Studie nicht Murks ist, aber für diesen Zweck nicht wirklich sinnvoll angewendet werden kann, wenn man damit belegen möchte, dass Wanderer und Radfahrer gleich schlimm sind und sich die Wanderer daher gar nicht so aufregen sollen. Denn verglichen wird hier ein vorbeifahrendes Fahrrad auf einem Weg, der immer gleich ist, mit einem Wanderer, der vom Weg runtergeht und sich aktiv dem möglichen Rückzugsort des Wildes nähert. Und das sind nun wirklich ganz klar zwei Paar Schuhe. Das eine wird vom Wild auch als vorbeifahrendes, seltsames Wesen wahrgenommen, nämlich der Radfahrer, ja, der sich nicht aktiv auf das Wild zubewegt und nicht so aussieht, als würde er es suchen. Das andere wiederum ist genau das. Das ist ein anderes großes Säugetier, das so aussieht, als würde es jetzt das entsprechende Wild, das dann recht nachhaltig flüchtet, wenn man ihm zu nahe kommt, suchen. Und das sind schon deutlich zwei Paar Schuhe. Und gerade bei intelligenten Tierarten, was auf jedes größere Säugetier im Wald zutrifft, relativ intelligent, bis hin zu extrem intelligent, irgendwo da dazwischen, da ist das schon ein massiver Unterschied und damit ist dieser Vergleich ziemlich hinkend. Schaut man sich dann nämlich andere Studien an, die eben wirklich vorbeilaufen auf einem Weg mit vorbeifahren auf einem Weg vergleichen, da kommt man dann relativ schnell dazu, in vielen Studien, jetzt auch nicht in jeder. Und es ist für mich, weil das nicht mein Fachgebiet ist, leider nicht möglich, da jetzt einen massiven Konsens auszuarbeiten. Aber es sieht wohl schon so aus, als wäre die Vermutung, die ich auch in meinem alten Video diesbezüglich habe, dass ein sich sehr schnell bewegendes, durch den Wald schießendes, tendenziell auch ein deutlich geräuschvolleres Objekt mehr Flucht und mehr Angst erzeugt bei einem Fluchttier als ein sich ganz langsam und gemütlich fortbewegender Wanderer, den die Tiere möglicherweise auch einfach besser kennen und schon öfter gesehen haben. Ja, und das ist eben das Resultat der meisten Studien. So soll heißen, aus Naturschutzsicht bringt ein vorbeifahrendes Fahrrad auf einem Weg, der als solcher zu definieren ist, etwas mehr Beunruhigung ins Wild, als das ein vorbeilaufender Wanderer, der ebenfalls auf dem Weg bleibt, tut. Ja? Verlässt er den Weg, dann schaut die Sache anders aus. Was ein Radfahrer, der den Weg verlässt, anrichtet, das wissen wir nicht, weil das tut er ja nicht. Da kann er ja schlecht fahren, abseits der Wege. Ein bisschen windig heute, aber ich habe den Windbuschel drauf, man müsste mich verstehen können. Ist das jetzt schlimm? Würde sagen, nicht so richtig, weil eben, wie gesagt, das Wild kann lernen, dass die da auf dem Weg bleiben, harmlos sind. Und das Wild kann auch lernen, dass die da schnell auf dem Weg unterwegs sind, ebenfalls harmlos sind. Und selbst wenn's Wild mal flüchtet, jetzt müssen wir uns streiten, inwiefern darf man denn dem Wild zumuten zu flüchten? Da findet man dann häufig aus der traditionelleren Jagdlobby, sage ich jetzt mal, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber das ist nun mal ein Argument, das davon da ständig kommt, dass das ja ganz schlimm fürs Wild ist, insbesondere wenn es im Winter flüchten muss, weil dann verbraucht es zu viel Energie und dann könnte es potenziell sogar hungern oder den Hungertod erleiden. Jetzt als Anhänger der ökologischen Wissenschaften muss man sich allerdings auch klar machen, ja, ein Reh oder ein Hirsch ist nun mal ein Fluchttier. Das heißt, es entspricht der Biologie dieser Tiere, dass wenn sie eine Gefahr vermuten, sie abhauen. Das war, als es noch Raubtiere gab, Wolf, Luchs,
teilweise Bär, gerade wenn wir noch mal nach Österreich gucken wollen, war das gang und gäbe und ist das ein ganz natürlicher Prozess, dass diese Tiere ihren Instinkt zur Gefahrenvermeidung vor anderen großen Säugetieren wegzurennen inzwischen nicht verloren haben, ist A, schon fast ein Wunder in Anführungszeichen und B, ist das ganz natürliche Biologie dieser Tiere. Das heißt, inwiefern es jetzt Tierschutz oder Rücksicht auf diese Tiere braucht, dass man ein Fluchttier vom Flüchten unbedingt abhalten muss und man einem Fluchttier, das im Laufe seiner Evolution schon immer vor allem weggerannt ist, jetzt nicht mehr zumuten darf, vor allem wegzurennen, das halte ich für etwas fragwürdig, schlicht und ergreifend. Ja? Und bei den Populationen von sämtlichen Schalenwildarten, also Reh, Rotwild, Schwarzwild vor allen Dingen, jetzt zumindest in Deutschland, gibt noch ein paar mehr, aber egal, ist es nicht so, dass die irgendwie bedroht wären und dass es dann schlimm wäre aus ökologischer Sicht, wenn tatsächlich mal ein Reh in einem tiefen Winter, wo es dann ein paar Mal zu oft weggerannt ist, dann wirklich mit dem Futter nicht mehr hinterherkommt und dann stirbt. Was übrigens sehr unwahrscheinlich ist, weil sie halt einfach einen sehr geringen, sehr runtergefahrenen Stoffwechsel im Winter haben. Und wenn sie mal flüchten, dann geht der kurzfristig hoch, geht dann aber auch recht schnell wieder runter. Winter, in denen es wirklich zu einer Notzeit für zum Beispiel das Reh gekommen ist, die hatten war ewig nicht mehr. Gut, der jetzt vergangene 2021 Winter, der mag vielleicht in manchen Regionen sogar ein solcher gewesen sein, aber auch das ist dann ganz natürlich und durchaus was man mit das Reh umgehen kann und selbst wenn da dann ein paar Rehe tatsächlich im Winter verenden, da sind immer noch massiv genügend da. Das heißt, das jetzt als Naturschutz zu betiteln, dass es unbedingt notwendig wäre, auf Fluchttiere nicht zum Flüchten zu bringen, da habe ich so meine Schwierigkeiten, ja. Ich bin da nicht ganz alleine mit dieser Meinung. Es gibt aber auch eine deutliche Opposition gegen diese Meinung, die eben sehr wohl sagt, dass man das edle Wild nicht zum Flüchten bringen darf und ja nicht stören sollte. Der Weg der Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Unnötig, das Wild zu stören, ist selbstverständlich scheiße. Ja, das ist Quatsch, das ist dämliches Verhalten und das sollte man auch vermeiden. Eine gewisse unabsichtliche Störung durch schiere Anwesenheit, finde ich aber schon, ist okay, insbesondere wenn man versucht, diese Störung auf ein Minimum zu beschränken. Wie kann man das machen? Naja, als Radfahrer möglichst nicht Wege befahren, die ziemlich zugewuchert sind und durch einen dickungsreichen und deckungsreichen Wald führen. Soll heißen, ein schmaler Weg von, sagen wir mal, 1,50 Meter durch ein sehr, sehr junges Waldgebiet führt, wo sich überall Versteckmöglichkeiten für zum Beispiel ein Reh bieten. Wenn du damit Karacho durchbretterst, ist die Chance, dass du dabei sehr, sehr viele Rehe störst, relativ hoch. Will man das vermeiden und möchte man da gerne Rücksicht auf die Tiere nehmen, dann fährt man halt zumindest mal, während da gerade Laub an den Bäumen hängt, sofern es sich um Laubbäume handelt, einen anderen Weg. Im Winter könnte man dann da relativ problemlos durchfahren, weil da bietet sich da sowieso keine nennenswert gute Deckung und dann geht das wiederum. Ja? Also sowas wäre eine angepasste Verhaltensweise jetzt seitens des Radfahrers, die man da betreiben kann und vielleicht auch sollte. Als Wanderer gilt das selbstverständlich auch. Man rennt natürlich nicht in irgendwelche deckungs- und dickungsreichen Gebiete rein, wo sich das Wild möglicherweise verstecken könnte, um es dann eben absichtlich rennt man da sowieso nicht rein. Wenn man da unbedingt durch muss, muss man sich auch überlegen, ob man da unbedingt durch muss. Meistens gibt es dafür eigentlich keine große Veranlassung und man kann den Großteil der Strecke, die man im Wald zurücklegen möchte, auch auf kleinen Pfaden oder zumindest mal auf einer Rückegasse bewältigen und nur so viel abseits der Wege laufen, wie auch unbedingt für das Ziel des Waldbesuchs notwendig ist. Ja, das mag dann vielleicht beim einen oder anderen ein bisschen mehr sein, aber dann kann man sich halt eben auch fragen, muss das denn so viel sein? Bin ich nicht auch glücklich, wenn ich auf einem kleinen schmalen Weg oder zumindest mal auf einer Rückegasse in der Gegend rumlaufe? Mir zumindest geht es so. Aber dazu habe ich auch schon was gemacht, werde ich aber auch nochmal irgendwann eine aktualisierte Fassung machen. So, dann müssen wir auch noch unbedingt erwähnen, aus Sicht des Naturschutzes durchaus ein Problem, kann der Mountainbiker und auch ein deutlich höheres Problem als der Fußgänger, kann der Mountainbiker oder sonstige Radfahrer dahingehend sein, weil er einfach pro Waldaufenthalt viel mehr Strecke zurücklegt. Wenn wir jetzt also mal spaßeshalber von einer ähnlichen Beunruhigungswirkung auf das Wild von Fußgängern und Radfahrern ausgehen, spaßeshalber, so als Kompromiss,
dann stört trotzdem der Radfahrer immer noch mehr Individuen vom Wild, weil er einfach pro Waldbesuch eine größere Strecke zurücklegt. Denn der ist schneller und mobiler. Das heißt, er kommt an mehr potenziellen Rehen vorbei, als das eben der Fußgänger tut. Der meinetwegen, wenn er eine Stunde Zeit hat, 5 Kilometer im Wald spazifizieren geht. Und der Radfahrer, wenn er eine Stunde Zeit hat, der schafft halt locker 15, 20, 25. Je nachdem, wie flott der unterwegs ist. Ja, oder ob er halt irgendwo einen Berg runterbratzelt und vorher irgendwie mit dem Auto hochgefahren oder was auch, wie auch immer, ne? Keine Ahnung. Aber es ist jedenfalls eine deutlich höhere Strecke, vom Dreifachen dürfen wir auf jeden Fall ausgehen. Ja, und damit haben wir dann netto schon eine höhere Beunruhigung von Wild, aber nochmal, man kann sich jetzt wunderbar streiten, wie schlimm man das finden möchte. Was hingegen wirklich ein Thema ist und eigentlich echt nicht sein müsste, wäre dann die Sache mit dem erhöhten Störungsaufkommen in entlegenen Gebieten durch das E-Mountainbike. Denn mit dem E-Mountainbike kann jetzt salopp gesagt jeder Dödel, inklusive mir zum Beispiel, also ich habe keins, aber wenn ich eins hätte, dann könnte ich es, auch sehr entlegene Gebiete erreichen, die normalerweise nur selten von Menschen aufgesucht werden, weil zum Beispiel in der näheren Umgebung kein Parkplatz ist. Und man, sofern man jetzt nicht draußen pennt, und wenn es sich dann noch um Nationalpark handelt, wäre das ja streng verboten, völlig zu Recht natürlich, diese entlegenen Gebiete gar nicht erreichen kann. Außer man ist ein sehr, sehr sportlicher Radfahrer, so, und davon gibt es nur sehr, sehr wenige. Und damit ist der Druck, den diese auf das Wild und die Tiere und auch die Pflanzenwelt möglicherweise in diesen sehr entlegenen Gebieten ausüben, sehr, sehr gering. So, jetzt gibt es aber erheblich mehr, die da hinkommen, weil halt jeder Hans Wurst eben mit dem E-Bike auch da jetzt hinfahren kann. Und das passiert auch. Und da haben wir also jetzt noch eine deutliche Verschärfung der Problematik durch eben das E-Mountainbike. Grundsätzlich ist mit dem E-Mountainbike nicht schlimmer im Wald rumzufahren als mit dem normalen Mountainbike. Die Geräuschkulisse mag ein kleines bisschen höher sein. Ich wage aber zu bezweifeln, dass das ein eklatant großer Unterschied für eben die Beeinflussung von Tieren ausmacht. Ja? Dann kommt noch erschwerend dazu, dass die E-Bike-Fraktion tendenziell, wenn sie dann früh losfährt, zum Beispiel kurz nachdem es hell geworden ist oder nachdem die Dämmerung eingesetzt ist, weil sie viel vorhat, an einem Tag bis zum Einsetzen der Abenddämmerung wirklich enorme Strecken zurücklegen kann, sofern der Akku das dann mitmacht, aber es gibt, glaube ich, Akkus, die einen Tag lang rumfahren, problemlos durchhalten und möglicherweise deswegen dann eben bei schon Einsetzen der Dämmerung sich auch noch in einem weit entfernten Gebiet befindet. Wo ist der Unterschied zum normalen Radfahrer? Naja, der möchte im Idealfall, wenn er dann eine Störung von Tieren über die Maßen vermeiden möchte, ist der hoffentlich zu Beginn der Dämmerung wieder aus dem Wald draußen. Ja? Und damit er das rechtzeitig schafft, muss er relativ früh vom Zentrum des Waldes schon wieder zur Peripherie aufbrechen, während ein E-Biker, der ja sehr flott unterwegs sein kann, ein super fitter Muskelantrieb-Radfahrer ist das natürlich auch, aber die Zahl der Leute, die das dann können, die hat halt zugenommen durch das E-Bike, das ist der Knackpunkt. Und der kann dann also wirklich noch bis relativ spät im Walde rumfahren und die Dämmerung noch ausnützen auf dem Weg raus und hat als E-Biker möglicherweise auch tatsächlich eine fest installierte Beleuchtung am Fahrrad, das ist ja auch kein Selbstverständnis. Und ja, also Tatsache ist, das geben wirklich die Daten her, seit es das E-Bike gibt, hat der Druck auf Tiere und auf Natur in entlegenen Gebieten, wo es denn dann überhaupt entlegene Gebiete gibt, da gibt es ja gar nicht so viele in Deutschland, der hat schon deutlich zugenommen. Das kann man sehr gut beobachten und Zahlen und Daten gibt es dazu deswegen, weil zum Beispiel in den Nationalparken so Zählerchen an den Wegrand hängen, die einfach so eine kleine Lichtschranke machen und jeden zählen, der da durchfährt. Ja, ohne Persönlichkeitserkennung und sonst wie, aber man weiß, in den hinteren Winkeln des Nationalparks sind plötzlich immer mehr Leute da. Und da kann man dann, wenn man noch eine Kamera aufhängt, das darf man zu solchen Zwecken dann gegebenenfalls auch tun, auch feststellen, dass das alles Radfahrer sind. Die muss dann halt so weit weg sein, dass man die Leute nicht gleich identifizieren kann, aber man kann sehen, ist das ein Radfahrer oder ist das ein Wanderer zum Beispiel. Ja, damit wir das mal gesagt haben. So, das nächste Problem sind dann die illegalen Wege. Bisher sind wir jetzt davon ausgegangen, dass unsere Radfahrer nur auf legalen Wegen unterwegs sind. Und bei den illegalen Wegen müssen wir jetzt unterscheiden. Zwei Sorten. Erstens die Wege, die durchaus Wege sind, die eigentlich nach gültigem Recht vor Ort nicht befahrbar sein sollten.
da hält sich der Schaden mehr oder weniger in Grenzen, weil wenn sie regelmäßig befahren werden, egal ob es erlaubt ist oder nicht, wie gesagt, das Wild lernt, dass das regelmäßig vorkommt, hält dann seinen Abstand und kann damit weitgehend leben, sofern es nicht zu Nachtfahrten oder eben Dämmerungs- und solchen Fahrten kommt. Da, wo das Wild eben noch unterwegs ist, um Futter zu suchen und dann gerne eben auch mal die Orte aussucht, die es tagsüber nicht aufsuchen kann, weil da eben zu viel Verkehr und zu viel Besucherdruck in Anführungszeichen ist. Also der Schaden, der ist im Grunde nicht viel größer als auf den legal befahrbaren Wegen. Es kommt halt nur darauf an, wenn ganz viele Wege legal befahrbar sind, dann wäre es tendenziell vorstellbar, dass eben auch ganz viele Wege vom Wild gewiesen werden müssen. Andererseits sind aber auf den nicht legal befahrbaren Wegen ja trotzdem dann noch Fußgänger unterwegs, es sei denn, es sind halt Wege, auf denen ganz, ganz selten jemand vorbeiläuft. Also kommt es sehr auf den Einzelfall an. Es mag Wege geben, die durch eine Erlaubung der Befahrung, sage ich jetzt mal, deutlich an Verkehr zunehmen würden. Es gibt auch Wege, wo das keinen nennenswerten Unterschied macht, weil sie ja eh schon belaufen, begangen sind. Und ob sie dann auch noch zusätzlich befahren werden, da wage ich zu bezweifeln, dass das jetzt rein für den Wildstörfaktor nennenswerte Unterschiede machen würde. Im Rahmen von solchen Wegegeschichten, gerade bei den illegalen Wegen in Anführungszeichen, wird immer mal wieder erwähnt, die Störung von Tieren. Da wird ja immer nur von großen Säugetieren geredet, weil man das halt am besten untersuchen kann. Was ist denn mit einem Kriech- und Krabbeltier in Anführungszeichen? Weil zum Beispiel Reptilien oder Amphibien so einen Waldweg durchaus ganz gerne mal als sonnige Stelle verwenden, um eben ihre Körpertemperatur aufzuheizen, damit sie dann flotter unterwegs sein können im Wald. So, und wenn die da jetzt gemütlich hocken und versuchen sich aufzuheizen und jetzt kommt da so ein Radfahrer mit enormem Karacho und enormer Geschwindigkeit daher, dann besteht durchaus die Möglichkeit, und da gibt es leider auch durchaus Beispiele, dass dieser dann so einem Tier nicht mehr rechtzeitig ausweichen kann, und dann gibt es halt zwei Feuersalamander anstatt einen. Und nein, der regeneriert sich nicht, der ist dann tot. Ja, also das ist so ein Thema, wie oft das vorkommt, wirklich sehr schwer zu sagen, gibt es natürlich keine Daten dazu, dass es hin und wieder mal vorkommt, Tatsache. Ob man das jetzt in Kauf nehmen muss, das weiß ich nicht. Das muss man dann im Einzelfall auch als Person, die möglicherweise Radfahren möchte, für sich selber klären, ob man damit leben kann, dass man statistisch gesehen vielleicht im Laufe seiner Radfahrkarriere mal einen Feuersalamander totfährt. Oder eine Eidechse oder eine Blindschleiche oder was da halt gerade hockt. Ne? Oder ein Frosch, Kröte vor allen Dingen, Erdkröte zum Beispiel. Gut. Das wären jetzt also die normalen illegalen Wege in Anführungszeichen. Viel problematischer ist es, wenn man zusätzliche illegale Wege anlegt. Und da kommen jetzt nämlich, während jetzt bisher eigentlich quasi sämtliche Leute, die mit dem Fahrrad im Wald rumfahren, egal ob das jetzt ein Mountainbike ist oder nicht, in den meisten Fällen ist es vielleicht ein solches, kann aber auch ein geländegängiges Trekkingrad sein natürlich, aber spätestens jetzt beim Anlegen illegaler Wege, da kommen größtenteils jetzt die Enduro und Downhill und wie sie alle heißen, Leute ins Spiel oder diese Matt. Hüpfer, Mattjumper heißen die so, keine Ahnung. Jedenfalls diejenigen, die dann solche Wege mit Parcours-Hindernissen und mit besonders steilem Gefälle und so weiter und so fort brauchen. Das ist natürlich ein Thema, weil das legt einfach zusätzliche Schneisen im Wald an, die dann auch zusätzliche Erosionsrinnen sein können, die dann zusätzlich Störungen von Wildtieren verursachen, neben den normalen Wegen, also einfach nochmal weitere hinzufügen, die dann gegebenenfalls auch noch relativ häufig befahren werden. Und Erosionsrinne meint, da regnet es dann drauf und dann rutscht da relativ viel Material, was da eben ohnehin lockerer Boden eigentlich ist, rutscht dann da den Weg runter, der kann ziemlich stark ausgewaschen werden und spätestens wenn das passiert ist, dann haben wir da den Schaden angerichtet, das regeneriert sich erst wieder in ein paar tausend Jahren vollständig, nachdem wir da größere Auswaschungen gehabt haben. Ja? Also einen neuen, primitiven, hohen physikalischen Belastungen ausgesetzten Weg anzulegen, ist schon ein gewisser permanenter Schaden, wenn man das so nennen möchte, für den Wald und wird permanent sichtbar bleiben für sehr, sehr, sehr lange Zeit, wenn der oft genug befahren worden ist. Dazu gibt es übrigens auch noch eine wichtige rechtliche Komponente, was dann zu einem Konflikt zwischen einem Mountainbiker und einem Waldbesitzer führen kann, weshalb ja eben Mountainbiken auch in vielen Fällen eben nur mit Erlaubnis des Waldbesitzers erlaubt ist, wie zum Beispiel ein komplett
Österreich, auch in manchen Fällen in der Schweiz und hin und wieder, ja gut, das gibt es in Deutschland glaube ich weniger, aber auch da eben gerne mal auf Konflikte und Unwollen der Waldbesitzer trifft. Weil nämlich, wenn du da jemanden hast, der dir so einen illegalen Trail in deinen Wald als privater Waldbesitzer, ein ganz kleiner Wald, sagen wir mal 1,5 Hektar, und da klatscht dir jetzt irgend so ein Halodi, so einen illegalen Trail durch, dann bist du tatsächlich nach deutschem Recht verantwortlich, diesen entweder wieder zu entfernen, was eine Heidenarbeit ist, irgendwie zu sichern, dass keiner mehr drauf fahren kann, was eine Heidenarbeit ist, weil die Sicherung schnell wieder entfernt werden kann, etc. Oder zumindest mal ein Schild aufzustellen, dass es sich hierbei um einen illegalen Trail handelt, der nicht befahren werden darf und du als Waldbesitzer damit nicht einverstanden bist. Und wer ihn doch befährt, tut das auf eigene Gefahr und hochgradig illegal. Weil wenn man keine dieser benannten Maßnahmen ergreift, ist man nämlich tatsächlich für jegliche nicht den natürlichen Gefahren des Waldes entsprechende Gefahr, die in seinem Waldstück passieren könnte, verantwortlich. Soll heißen, du gräbst einen Graben in den Wald, das ist noch eine waldtypische Gefahr, weil Gräben, damit muss man immer rechnen als Waldbesucher. Und wenn man da reinfällt, ist das eine waldtypische Gefahr. Gräbst du aber einen Graben in deinen Wald und baust eine kleine Brücke drüber, dann ist diese Brücke eine bauliche Anlage und die musst du dann regelmäßig kontrollieren, weil während jemand in den Graben fallen kann, ohne dass er dich verklagen kann, wenn er von deiner Brücke fällt, weil die zum Beispiel ein morsches Geländer hat, dann kann er dich sehr wohl verklagen. Und da ist eben die Rechtsprechung tatsächlich so uneindeutig, dass das möglicherweise auch dann gilt, wenn es sich um eine von wem anders illegal angelegte Brücke oder eben von wem anders illegal angelegte Radstrecke handelt. Das heißt, als Waldbesitzer steckst du immer, sobald dir jemand eine illegale Fahrradstrecke in deinen Wald klatscht, mit einem Bein im Knast, in Anführungszeichen, oder zumindest in Schadensersatzforderungen. Also wenn da, wie gesagt, einer runterfährt, weil er nicht wusste, dass das Ding illegal ist, weil es ist ja da und scheint geduldet zu werden, weil es hat noch nicht mal ein Schild, dann kann er dich verklagen, wenn er dann auf dem Wege darunter zum Beispiel eben in eine Drahtseilfalle reinfährt und im Kopf kürzer ist. Er verklagt da zwar niemanden mehr, aber er hat möglicherweise Hinterbliebene. Selbstverständlich sind Drahtseilfallen auf Radstrecken ein Ding der Unmöglichkeit und gehören angezeigt und entsprechend sanktioniert. Ne? Das ist ja, steht völlig außer Frage. Aber sowas gibt's. Ja? Und es wäre tatsächlich sogar so, wenn jetzt jemand Radfahrerhasser ist, die soll es geben, die gibt es definitiv, ne? Und macht das eben in einem, auf einem illegalen Trail in einem Waldgebiet, was ihm selbst nicht gehört, dann ist der Waldbesitzer, obwohl er damit die ganzen Aktionen überhaupt nichts zu tun hat, möglicherweise dafür haftbar. Und das ist nicht nur eine ganz theoretische Fragestellung, sondern so entsprechende Gerichtsurteile mit zumindest einer Teilschuld gibt es eben tatsächlich. Damit kommt da also schon eine gewisse Brisanz in das Thema rein. Und das erzähle ich deswegen, um eben nochmal zu erklären, warum dieser Konflikt zwischen Radfahrer, Waldbesitzer, anderen Waldbesuchern, möglicherweise auch Forst, der ja oft auch der Waldbesitzer ist und dann das gleiche Problem hat wie eben der private Waldbesitzer, da ist schon Zündstoff dahinter. Das ist also nicht trivial, auch wenn das gerne mal dann von der Radfahrerszene so dargestellt wird und mit den Waldbesuchern verstehen wir uns doch, wir sind doch immer super freundlich, wenn wir überholen und so weiter. Damit sind wir übrigens auch nochmal bei dem Knackpunkt. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, der Konflikt besteht primär zwischen Wanderer und Radfahrer. Naja, wenn du irgendwo wandern gehst und gemütlich die Natur erleben möchtest und bist vielleicht sogar auch noch eine Gruppe, das kann ja sein, eine Wandergruppe, die sich einfach einmal die Woche im Dorf trifft, um eine Runde wandern zu gehen oder Nordic Walking oder sonst wie. So, und dann kommen pro Stunde 18 Fahrradfahrer vorbei, die vorbeigelassen werden müssen, was als Gruppe einen gewissen logistischen Aufwand darstellt. Und von denen sind nicht zwingend alle 18 super freundlich, sondern nur 16 und zwei sind Arschlöcher. Das könnte ja mal passieren. Ich will nicht sagen, dass zwei Sechzehntel die Arschlochquote bei Radfahrern ist. Ganz bestimmt, die dürfte deutlich niedriger sein. Ja, ohne jeden Zweifel. Aber wenn halt mal ein Arschloch dabei ist, dann sorgt das für Vorurteile gegenüber allen anderen. Das gilt natürlich genauso, wenn einen von 100 Wanderern ein Arschloch ist, dann kann das dazu führen, dass derjenige, der durch dessen Vorgarten der Wanderweg führt, halt Wanderer alle für Arschlöcher hält. So ist nun mal, so tickt unser Hirn und so sind wir Menschen. Nun mal, daher ist das ein bisschen problematisch. Ja?
Also, neu Wege anlegen ist A, wirklich für die Natur ein Eingriff, der eine Weile bleibt. Wie schlimm der ist, hängt von der Hangneigung vor allen Dingen ab. Je steiler der Hang, desto stärker das Auswaschen. Je höher der jeweilige Niederschlag in dem Wald nochmal, desto stärker das Auswaschen. Dann hängt es nochmal vom Boden, von der Geologie jeweils ab. Aber das kann schon eine richtig schöne Rinne werden, wenn es dumm läuft. So, beim Befahren von Wegen, die Wege sind und als Wege angelegt worden sind, die aber jetzt nun illegal befahren werden oder selbst wenn es legal ist, kommt ja auch immer wieder die Diskussion auf, wer macht denn die Wege mehr kaputt, der Radfahrer oder der Fußgänger? Und hier muss man jetzt ganz klar sagen, es kommt drauf an. Gibt Situationen, in denen sind Fußgänger und Radfahrer ungefähr gleich schlimm und die Radlobby weist ja immer darauf hin, dass die Stockente, also derjenige, der mit Trekkingstöcken unterwegs ist, den Weg auch verbreitert, weil er links und rechts dauernd kleine Löchlein hinterlässt, bis irgendwann Tausende von Wanderern, die kleine Löchlein hinterlassen, auch den Weg verbreitert haben. Das ist auch richtig. Aber das ist immer so dieses schiebt dem anderen den schwarzen Peter zu. Von der Argumentationsweise her, es ist richtig. Ja, aber von der Argumentationsweise her ist das so ähnlich wie, der Typ hat da einen Mord begangen, dann darf ich das jetzt auch, weil der andere hat es ja auch gemacht. Und nur weil andere Leute sich falsch oder störend oder schädigend verhalten, gibt das nicht die Rechtfertigung, das selber auch zu tun. Auch wenn es im Volksdenken wahrscheinlich durchaus ein Argument ist, was viele Leute als völlig legitim durchgehen lassen. Sobald sich irgendjemand falsch verhält, wenn alle anderen damit die Legitimation haben, das dann jetzt nachzumachen, wo kommen wir dann hin? Darauf will ich hinaus. Aber, die Störung bzw. die Erosion auf vorhandenen Wegen durch Radfahrer hängt ganz massiv davon ab, bei welchem Wetter gefahren wird. Trocken weniger schlimm, nass deutlich schlimmer. Das gilt auch für Fußgänger im gleichen Maße. Nass rutschen die auch mit einem halben Weg möglicherweise runter, wenn sie irgendwie doof auftreten. Ist schwer zu sagen. Tatsache ist aber, dass scheiße fahrende Radfahrer, und wenn das auch nur ein ganz kleiner Prozentsatz der Radfahrer ist, wenn die scheiße fahren und da gibt es ein bestimmtes Manöver, das hat auch irgendeinen Namen, der mir natürlich jetzt wieder nicht geläufig ist, ich weiß, dass es einen hat, fester Hinterradbremse. Also mit quasi blockierendem Hinterrad um die Kurve rutschen. Sieht toll aus, gerade bei so super engen Kurven. Ja, dann haben sie, wenn sie das machen, wirklich einen massiven Erosionsfaktor und einen enormen Bodendruck, der da also zu deutlich mehr Abtrag von Material vom Weg führt, als das ein Fußgänger hat. Und jetzt muss man natürlich die Gesamtheit der Radfahrer, da werden die allermeisten ganz vorsichtig darunter fahren und kaum eine Rinne hinterlassen. Ja? Aber das nächste ist, dass ein Radfahrer naturgemäß als kleinen Sicherheitspuffer meistens in der Mitte vom Weg fährt. Während sich der Wanderer so plus minus auf den, sagen wir mal, es ist ein 50-Zentimeter Weg, also wirklich so ein richtig schmaler Pfad, der verteilt sich da mehr oder weniger über diese 50 Zentimeter. Der Radfahrer wird naturgemäß meistens, nicht jeder, aber meistens in der Mitte unterwegs sein. Und das führt dann halt zu einer punktuellen Belastung. Und das sehen wir, da muss man nur irgendwo im Wald unterwegs sein, das hat garantiert jeder schon mal gesehen, führt dann manchmal dazu, dass wir in der Mitte vom Weg gefühlt eine Regenrinne kriegen. Und wenn jetzt da bei einem steilen Hang es drauf regnet, dann wird diese Regenrinne irgendwann zu einem Graben und irgendwann ist der komplette Weg weggewaschen, weil wir dann die erste Eintrittspforte eben für die Erosion kriegen. Und das kann jetzt auch bei moderatem Radverkehr auf sehr steilen, sehr schmalen Wegen, die in keinster Weise befestigt sind, also wirklich ein Trampelpfad sind letztendlich, kann das dann schon recht schnell gehen. Da kommt es auch übrigens drauf an, ist es ein dicker Radfahrer oder ist es ein dünner Radfahrer? Das mag jetzt blöd klingen, aber das spielt sehr wohl eine Rolle. Oh, wir kriegen ein klein wenig Regen. Das sollte aber nur ein paar Tropfen sein. Das müsste gleich wieder vorüber sein. Ich glaube, das halte ich aus. Gut. Ja, zum Thema Wege kaputt machen möchte ich noch ein bisschen was anmerken. Nämlich erstens, selbst wenn wir jetzt unterstellen, dass bei durchschnittlicher Witterung der Wanderer und der Mountainbiker ähnlich starken Einfluss, also ähnlichen zerstörerischen in Anführungszeichen Einfluss auf den durchschnittlichen Weg haben, bleibt es dabei, dass der Mountainbiker immer noch dann mehr Weg kaputt macht, weil er wieder eine größere Strecke durchschnittlich pro Aufenthalt in der Natur zurücklegt. Ja?
Und dazu kommt dann eben das punktuellere Kaputtmachen vom Weg, während ein Wanderer mehr oder weniger, der läuft mal links, der läuft mal rechts, der läuft mal in der Mitte, je nachdem wie breit der Weg ist. Der Radfahrer wird meistens ziemlich in der Mitte unterwegs sein, meistens, auch nicht immer. Damit konzentriert sich dann einfach die Erosion auf einen bestimmten Teil des Weges, der ja besonders gefährdet ist für eben diese häufig schon gesehene Regenrinne in der Wegemitte, die dann zu weiterer Erosion führen kann. Und außerdem, es reichen eben einige Radfahrer, die halt eben sich nicht an Regeln zum wegeschonenden Radfahren halten wollen und da wie blöde runterbrezeln oder halt eben mit sehr viel Gebremse runterbrezeln und besonders aggressive Reifenprofile haben oder sonst wie. Da reichen dann also einige wenige, auch wenn sich 99% super korrekt verhalten, schon aus, um eben einen Schaden zu erzeugen. Und beim Wanderer, naja, der müsste schon eine Schaufel hinter sich herziehen, um einen ähnlich negativen Effekt haben zu können. Selbst nicht, wenn es ein Wanderer mit Trekkingstöcken ist, dann ist er trotzdem weniger schlimm und kann gar nicht so schlimm sein wie eben ein Rowdy-Radfahrer, sage ich jetzt mal. Ja, das ist leider schade, weil für den einzelnen sich korrekt verhaltenden Radfahrer ist das was, wofür er selbst nichts kann, was ihm aber dann doch wahrscheinlich irgendwo angekreidet werden wird. Doofe Situation. Ha, wollte ich hier einfach nur noch so also ein paar kleine Richtigstellungen und Konkretisierungen anmerken an dieser Stelle. Neue Wege sind außerdem natürlich noch eine zusätzliche Zerschneidung des Lebensraums für zum Beispiel eben die besagten Kriechtiere, die auf so einem Weg auch überfahren werden können. Sie sind auch eine Zerschneidung des Lebensraums für manche Pflanzen, die zum Beispiel per Wurzelausläufer sich im Waldboden fortbewegen wollen. Und auch hier kann man jetzt den schwarzen Peter wieder anderen Leuten zuschieben. Die Forstwirtschaft legt ja Rückegassen an und fährt da mit schweren Maschinen durch. Das ist ja viel schlimmer als so ein einfacher kleiner Weg, den man mit den Fahrrädern dann ausgelöst hat. Ah ja, da muss man allerdings sich auch klar machen, die Forstwirtschaft, das macht der Waldbesitzer. Und jetzt kann man das Konzept, dass jemandem Land gehört, scheiße finden. Aber es ist halt nun mal geltendes Recht in Deutschland und gehört zu unserer Mentalität und unserer Gesellschaftsordnung dazu. Wenn du das in Frage stellst, dann wohne ich demnächst in deinem Kühlschrank. Ja? Oder in deiner Waschmaschine oder deiner Badewanne, je nachdem. Also das ist halt einfach, wir können nicht Grundbesitz wirklich in Frage stellen, ohne die Unverletzbarkeit der eigenen Wohnung, heißt das nicht so, aufzugeben sozusagen. Also wenn, dann gleiches Recht für alle. Wenn absolut alles jedem gehört, dann, wie gesagt, möchte ich gerne in deiner Badewanne wohnen. Nicht wirklich, aber gut. Darum geht's nur. Es ist nicht wirklich ein Argument. Und den schwarzen Peter der Forstwirtschaft zuzuschieben, die für die Tatsache, dass der Wald da eben sehr wohl geschädigt wird durch so eine Rückegasse, uns aber als Gesellschaft Holz zur Verfügung stellt, da gibt es einen Gegenwert. Während das Rumfahren mit dem Fahrrad im Wald nur der rumfahrenden Person selbst einen Gegenwert gibt, nämlich Spaß. Ja, das hat ansonsten keinen gesellschaftlichen Mehrwert, außer die hat dann bessere Laune, wenn sie einkaufen geht und grinst alle Leute an unter dem Fratzenlappen. Ja, sieht dann eh keiner. Gut, nur mal das noch als weiteres Argument, das da eben häufig genannt wird. Also nur weil andere noch schlimmer sind, bedeutet das nicht zwingend eine Rechtfertigung, selber nur ein bisschen schlimm zu sein. Man könnte auch versuchen, gar nicht schlimm zu sein. Andererseits eine gewisse Störung, ne, des Waldes und eine gewisse Belastung des Waldes durch eine grundsätzlich wahnsinnig tolle und umweltfreundliche und schöne Sportart wie dem Radfahren. Ja, da will ich jetzt gar nicht den Eindruck hinterlassen, ich hätte irgendwas gegen das Radfahren. Ich mache das selber sehr gerne. Jetzt nicht so sehr im Wald und schon gar nicht irgendwelche steilen Berge runter, dafür habe ich zu viel Schiss. Aber grundsätzlich fahre ich super, super gerne Fahrrad und finde das eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, und das ist auch eine tolle Sache, gar keine Frage. Und selbstverständlich kann der Wald ein gewisses Pensum an Radfahrern auch mal auf einem schmalen Weg, wenn es nicht auf jedem schmalen Weg sein muss und nicht ein riesiges Pensum an Radfahrern ist, problemlos ab. Dazu kommt es natürlich erschwerend, dass es eben zurzeit sowohl wahnsinnig viele Wanderer, auch die von der schlechten Sorte, und sowohl saumäßig viele Radfahrer, auch die von der schlechten Sorte, eben ganz viel mehr durch Corona gegeben hat. Ja.
Das ist ein generelles Problem. Die Leute hatten nichts Besseres zu tun, beziehungsweise durften nichts anderes tun. Dann sind sie halt massiv in den Wald geströmt. Dass das am Wald nicht ganz spurlos vorübergeht, das liegt in der Natur der Sache. Da muss man jetzt aber nicht so tun, als sei das jetzt die alleinige Schuld der Radfahrer. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also so fair muss man dann schon auch sein. So, jetzt ist die Frage, wie löst man denn jetzt das Problem? Da das Phänomen E-Bike beispielsweise ein ziemlich neues Phänomen ist, wäre damit eine Aufklärungskampagne und den Leuten mit E-Bike einfach klar machen, dass sie, obwohl sie es können, vielleicht nicht unbedingt ins Herz des Nationalparks XY fahren sollen, um am selben Tag wieder zurückzukommen, damit sie dann da alle gewesen sind und da alle gestört haben. Oder zumindest das nicht so oft tun sollen. Oder zumindest denen einfach mal erklären, dass sie, wenn sie irgendwo hinkommen, wo sonst keiner ist, das schon mal machen können, aber sobald das ganz viele sind, wird das ein Problem. So, und jetzt ist die Schwierigkeit eben bei einer Lösung, die darauf basiert, dass man sich klar macht, dass man stört und daher da nicht hingeht, aber manchmal doch eben dahin gehen könnte, weil ein gewisses Maß von Störung noch okay ist, da müsste man ein Ampelsystem einführen. Ja, das stellst du mitten in den Wald eine Ampel. Vor ihnen sind bereits 15 Leute vorbeigefahren. Bitte warten Sie hier eine halbe Stunde, bis von denen wieder 5 weg sind und dann dürfen Sie weiterfahren. Und das ist natürlich auch ein Mumpitz. Daher ist das nur eine schlechte Lösung. Und ja, eine gute Idee fällt mir dazu nicht ein. Für das mehr E-Biker in der Wildnis-Problem. Ja, mehr Wege sperren. Das wäre jetzt so die urdeutsche Variante, das Problem zu lösen. Ist auch scheiße, weil wenn du die Natur massiv dicht machst und keinen mehr in die Natur lässt, dann vergessen auch alle, dass die Natur irgendwie was Schönes ist und dann interessiert sich auch keine Sau mehr dafür, was mit der Natur passiert, wenn du die Natur gar nicht kennst. Daher ist das auch immer ein Riesenproblem, einfach immer nur Käseglocke drüber und dicht machen, verbieten, verbieten, verbieten. Das ist manchmal notwendig, gar keine Frage. Also sogar oft notwendig, sicherlich auch das. Aber nur das, das führt auch nicht zum gewünschten Ergebnis. Daher... Für die Leute, die allerdings entgegen irgendwelche spannenden Trails runterfahren wollen, da würde sich natürlich eine Erhöhung der Zahl der möglichen, mit der vorhandenen Bikeparks oder legalen Strecken, die dann auch gewartet werden und überprüft werden und so weiter und so fort, anbieten an Orten, wo das Konfliktpotenzial minimal ist, die auch fürs Wild möglicherweise nicht so interessant sind, weil es ohnehin schon deckungsarme Wälder sind, wo das Wild gar nicht so oft rein möchte und dann nicht so viel zu fressen finden würde, weil es möglicherweise ziemlich dunkle Wälder sind und so weiter. Da kann man in diese Richtung sehr viel machen. Ich bin ja ein großer Fan von wirklich offiziellen und angelegten Mountainbike-Strecken. Die sind super. Da gibt es auch überhaupt nichts dran einzuwenden, dran auszusetzen. Und da kann man schon durchaus noch viel mehr in den Wald klatschen. Eben an Stellen, wo man vorher überprüft hat, dass es hier nicht weiter schlimm ist, dass der Boden das lange mitmacht, dass die Geologie passt, dass die Niederschläge an der Stelle passen. Dann lässt sich das wirklich mit einem Minimum an Schaden und mit einem Minimum an Störung für alle Waldbeteiligten organisieren. Ob man jetzt, was die Mountainbike-Szene ja gerne mal hin und wieder fordert, wirklich jeden Weg im Wald für den Radverkehr zulassen sollte, da bin ich ehrlich gesagt nicht der Meinung, dass das notwendig ist. Und jetzt mache ich mich nochmal ganz unbeliebt. Persönlich finde ich die 2-Meter-Regelung in Baden-Württemberg gar nicht so schlecht. Man könnte ja sagen, 2 Meter Ausnahme, geteerte oder irgendwie befestigte Wege, also wirklich befestigt, aktiv durch Maschineneinsatz, also mindestens mal eine Kiesschicht drauf, dass die davon ausgenommen sind, dass solche also schon noch befahren werden dürfen. Aber ein Trampelpfad, der nur dadurch befestigt ist, dass da genügend Leute langgelaufen sind, dass sich halt eben ein Weg gebildet wird, hat. Auch sowas ist rechtlich gesehen übrigens ein Weg. Ja, also für die Radfahrer vielleicht interessant, wenn ihr auf Wegen rumfahren dürft, in einem Bundesland, in dem ihr auf Wegen rumfahren dürft. Alles, was irgendwie nach Weg aussieht, ist tatsächlich auch ein Weg. Ausnahme der Wildwechsel, also ein Weg in Anführungszeichen, der von Tieren angelegt worden ist und nur von denen. Ob man das im Zweifel dann allerdings unterscheiden kann und ob das juristisch relevant ist, dass man das unterscheiden kann, bevor man drauf rumfährt, das weiß ich nicht. Das kommt dann auf die Rechtsprechung im jeweiligen Bundesland nochmal an. Ja? Aber vielleicht ist es nicht notwendig, wirklich auf jedem noch so kleinen Pfad rumzufahren, selbst da, wo man das theoretisch darf. Insbesondere auch nochmal spannend und was viel empfohlen wird, ist, dass sich doch bitte der Geneigte jetzt im Walde rumfahrer und auch steile Hänge runterfahrer und steile Wege runterfahrer vorher mal in einem Bikepark die notwendige Erfahrung, um das dann auch möglichst bodenschonend und ohne allzu viel Gebremse tun zu können,
holt. Ja? Also erst trainieren, erst wissen, wie das Hobby Mountainbiking im Wald beispielsweise funktioniert und dann wirklich auch erst in den Wald gehen und nicht im Wald die Erfahrung holen, um dann im Bikepark, wo man im Grunde nichts kaputt machen kann, rumzufahren. Das ist dann auch irgendwie die falsche Reihenfolge, in Anführungszeichen. Ja. Aber ich kenne mich mit solchen Bikeparks auch nicht aus. Häufig wird ja auch noch erwähnt, dass der Reiz der illegalen Trails halt darin besteht, dass es dann halt neue Trails sind. Weil sämtliche Bestehenden in der näheren Umgebung kennt der Verursacher von so einer illegalen Strecke ja bereits. Und der möchte aber gern was Neues und neue Action und neue Spannungen und wie auch immer. Und ja, wie man dieses Problem dann lösen soll durch Vernunft und Einsicht, schwierig. Ne? Durch drakonische Strafen, bypassieren. Auch wieder sauschwierig umzusetzen, weil wir sind hier im Wald. Hier kann so einiges passieren, was bestenfalls halblegal ist, ohne dass es jemals irgendwer mitbekommt. Das ist nun mal die Realität. Daher hilft, glaube ich, nicht wirklich weiter, wenn man da sagt, das bestraft man in Zukunft ganz, ganz arg. Also der einzige Lösungsansatz, der bisher diskutiert wurde und vielleicht einigermaßen praktikabel ist, ist wirklich die Ausweitung von legalen Strecken, von legalen, den Berg runterflitze mit Sprungschanze und allem Pipapo-Strecken. Und wenn es davon dann irgendwann nochmal deutlich mehr gibt, aber jetzt auch nicht überall eine, also schon irgendwo dem Bedarf angepasst. Und eine gewisse Anfahrtstrecke darf man einem Radfahrer ja auch zutrauen, bis er dann hinkommt. Der ist ja mobil, der hat ja ein Fahrrad. Und allerschlimmstenfalls nimmt er dann halt mal das Fahrrad mit in den Zug oder theoretisch auch im Bus, je nachdem. Ja, wobei Radfahrmitnahme im Bus bei Nichtklapprädern ist, glaube ich, schwierig. Egal, aber dann halt in den Zug. Ne? Also sowas in die Richtung. Das ist so der am häufigsten vertretene Ansatz. So. Also nochmal, ist Radfahren im Wald jetzt schlimm, 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 schlimm? Netto stört es das Wild vermutlich ein klein wenig mehr als das Rumlaufen, sofern man auf Wegen bleibt. Ist man nicht mehr auf Wegen, dann stört es das Wild deutlich mehr. Ist man auf illegalen Wegen, dann macht man zusätzlich noch Waldboden und Erosionsschneisen in den Wald. Aber macht man das jeweils nicht, dann muss man wirklich bloß noch damit leben, dass man das Wild netto vielleicht ein klein wenig mehr stört als der Wanderer und dass man möglicherweise, je nach Fahrweise und je nachdem, auf welchem Untergrund man unterwegs ist, ein klein wenig mehr Erosion am Weg verursacht, was bei normaler Fahrweise und auf normalen Wegen allerdings ziemlich egal ist. Ob es jetzt allerdings einen ethisch-moralischen Konflikt zwischen der langsamen Fortbewegungsart von einem Wanderer und der eher ein bisschen, sage ich jetzt mal ein bisschen mehr, bis hin zu sehr, sehr viel mehr actionorientierten Fortbewegungsart eines Radfahrers kommen muss, das ist ein gesellschaftliches Problem und liegt vielleicht auch ein bisschen am Charakter der Beteiligten. Je nachdem, wie tolerant oder nicht tolerant man da ist, mag man da mal positiv, mal negativ mit der Situation umgehen. Ich selber war auch schon genervt. Es gab aber auch schon viele, viele Radfahrerbegegnungen, die ich hatte, die sehr positiv verlaufen sind, wo man sich nicht groß drüber ärgern musste. Wo mir selber allerdings der Hut hochgeht, wenn dann auf irgendwelchen Bohlenpfaden im Moor, die nun wirklich ein Fußweg sind, noch Radfahrer unbedingt rumfahren müssen und da wirklich jeden nerven und man kann denen eigentlich nicht ausweichen. Also sowas ist natürlich hochgradig scheiße. Aber das sind seltene Ausnahmeerscheinungen und eben das ist das große Problem an dem Konflikt, dass man Arschlöcher, egal auf welcher Seite, nicht mit der Mehrheit der insgesamt diesem Hobby nachgehenden Leute zusammenschmeißen oder in einen Topf schmeißen sollte. Oder wenn man sie in denselben Topf schmeißt, dann bildet man hoffentlich einen Durchschnittswert, dass der durchschnittliche Radfahrer zu 98% ein total netter Kerl ist und nur 2% Arschloch in ihm steckt. Irgendwie so kann man sich da hoffentlich vielleicht drauf einigen. Und diese 2% Arschloch, ich denke, die haben die meisten von uns irgendwie inne, inklusive mir. Das sind sogar wahrscheinlich mehr als 2%, wenn ich da so ernsthaft mal über meine bisherige Lebensführung nachdenke. So, mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich hoffe, das war ausführlich genug. Es wurde ja nochmal gewünscht, dass ich mich dazu doch nochmal äußern sollte. Verlasst euch nicht so sehr auf irgendwelche Zitate, irgendwelche amerikanischen Forschungsunterlagen. Ich verlinke euch da gerne nochmal eine halbe Meter Studie, die Österreicher, um zu klären, ob sie nicht mehr Radfahren in ihrem Wald zulassen wollen, mal einen Auftrag gegeben haben bzw. gemacht haben. Die ist sehr gut recherchiert und da sind viele, viele Studien eben sowohl die Radfahrer begünstigen als auch die Fußgänger begünstigenden Studien jeweils zumindest mal drin. Da kann man dann die
Studie, die einen interessiert, möglicherweise nochmal lesen, sofern nur ein oder zwei Quellen angegeben werden, auf insbesondere Publikationen von ganz offensichtlich der Mountainbike-Fahrer-freundlichen Seite. Das ist nicht sehr wissenschaftlich. Das ist halt dann einfach eine einseitige Darstellung, dass man nur das Zeug raussucht aus der Datenlage, was einem auch gefällt. Das ist legitim, wenn man politische Interessen durchsetzen möchte. Ja, das würde ich auch tun, wenn ich entsprechend politische Interessen durchsetzen wollen würde. Aber ja, es ist halt nicht sehr wissenschaftlich. Aber Wissenschaft führt ja nie zu, sollte, in der Praxis sieht es ja nochmal anders aus, aber sollte nie ein gewünschtes Ergebnis irgendwie herbeiführen wollen, sondern ist ja nur der Wahrheit und den Tatsachen verpflichtet. So, bin raus, bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.